Bügeln ohne Bügeleisen, das hört sich ja fast zu gut an, um wahr zu sein. Ich tue mich grundsätzlich immer ein bisschen schwer mit Pauschalaussagen, aber ich glaube, diese Pauschalaussage trifft fast auf alle Männer zu, wenn ich sage, wir Männer haben nicht so viel Lust, am Bügeleisen zu stehen, um unsere Kleidung zu bügeln. Und aus dem Grund gibt es heute passende Tipps, wie du es schaffst, deine Kleidung fast faltenfrei hinzubekommen, ohne stundenlang am Bügeleisen zu stehen. Punkt Nummer 1, was hervorragend funktioniert, ist ein Steamer. Was ist ein Steamer? Ich sag's mal platt auf Deutsch gesagt, es ist ein Dampfgerät. Aus diesem Gerät kommt nämlich Wasserdampf raus, du füllst Wasser in diesen Steamer rein. Und mit diesem Steamer, mit dem Dampf des Steamers, kriegst du halt die Falten aus deinem Hemd einwandfrei raus. Ist für mich wirklich die beste Alternative anstatt eines Bügeleisen. Funktioniert auch gut auf Reisen und ist wirklich kinderleicht. Einen Link zu einem Steamer packe ich euch unten in die Infobox rein, falls ihr euch dafür interessiert. Apropos Reisen. Falls ihr vielleicht gerade auf Reisen seid und keinen Steamer zur Hand habt, dann könnt ihr zum Beispiel Folgendes machen. Dann hängt ihr euer Hemd einfach ins Badezimmer auf und dann stellt ihr die Dusche und die Badewanne schön auf heiß und lasst die Dusche einfach erst mal laufen. Hier ist das gleiche Prinzip wie beim Steamer, und zwar der Wasserdampf bügelt am Ende des Tages die Falten aus eurem Hemd bzw. Kleidungsstück heraus. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dann zum Beispiel auch noch mit der Hand einfach über das Kleidungsstück so ein bisschen drüber streichen und schon bekommt ihr die blöden Falten aus dem Kleidungsstück heraus. Punkt Nummer 3 funktioniert nicht ganz so gut wie Punkt Nummer 1 und Punkt Nummer 2, aber hilft trotzdem gegen Falten, und zwar kannst du das Kleidungsstück zum Beispiel einfach mit lauwarmem Wasser ein wenig besprühen. Dazu würde ich dir empfehlen, wenn es zum Beispiel ein Hemd ist, das Hemd vorher zuzuknöpfen und dann einfach ein bisschen mit lauwarmem Wasser besprühen und auch möglicherweise das Hemd so ein bisschen runterzuziehen, mit den Händen ein bisschen zu glätten und dann auszuhängen, und dann glättet sich das Kleidungsstück auch ein wenig an und so kriegst du auch die Falten aus dem Kleidungsstück heraus. Punkt Nummer 4, jetzt gehen wir ein ganzes Stückchen zurück, und zwar zum Kauf deiner Kleidung. Es gibt nämlich tatsächlich Kleidungsstücke, die einfach nicht so stark knittern. Und bei diesen Kleidungsstücken solltest du einfach mal darauf achten, je nach Hersteller ist das ein bisschen anders. Ich nenne sie jetzt einfach mal Easy Iron Kleidungsstücke, denn diese Fasern sind einfach etwas bearbeitet, dass einfach das Kleidungsstück grundsätzlich nicht so knittert. Bei Suit Supply heißen die Hemden zum Beispiel Traveler Hemden, die sind zum Beispiel relativ easy und da kommen kaum Falten rein. Also einfach beim Kauf darauf achten, dass du dir Kleidungsstücke kaufst, die nicht so schnell knittern oder Falten werfen. So Leute, und falls ihr noch einen coolen Hack auf Lager habt, wie ihr eure Kleidung knitterfrei hinbekommt, ohne dabei ein Bügeleisen zu benutzen, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt, was ihr schreiben werdet. Und falls ihr noch irgendeinen Freund habt, jemand aus der Familie, der oft irgendwie knittrige Hemden anhat, dann teilt liebend gerne dieses Video mit ihm. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch mit meinem Video hier ein wenig weiterhelfen konnte.